Willkommen seid ihr, Nacht mit deinem Sternwagen. Hör, was das Herzchen sagt. Wir müssen auf der Stelle nach Yorkshire aufbrechen. Aber Henry, ist dir entfallen, dass wir jeden Donnerstag um 6:30 zum Schachtwerk bringen sind? Zum Teufel mit der Lehrer. Zum Teufel mit dem Wagen. Zum Teufel mit den Schotten. Aber da meine Majestät uns Material und zwar Schleunigst. Wir können nicht an die Feier tun, bis der Frau allein lassen. Es ist ja nicht für ewig. Nehmt mich Feier! Bitte schnell! Ah. Was in aller Welt ist denn das hier für ein Lärm? Man kümmert sich etwas um sie, ja? Boah, wir wollten eigentlich nur unsere Pflicht holen. Haben wir sie eingeladen, Mister? Kein Irrer? Nein, wie doch noch was! Wo seid ihr? Willi! Was denn? Was ist hier? Ich hab mich schon mal niemals verschwindet! Euer Herz, ne? Ja, die Mike ja nicht geschlagen! Was ist denn? 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 Tu mir das nicht an! Es ist gemein und bestimmt brutal! Das kann auch reizvoll sein! Fitzgerald, Sie Schlitzohr! Was haben Sie mir zu sagen? Nichts, ja. Ach, nein! Hat der Shit war eigentlich gegen mich? Ich hab doch niemandem etwas getan. Ach, Vorsicht! Aber ich habe nichts mit der Sache zu tun. Befehligen wir dich zu begleiten. Sei wie ein Mann! Ich möchte mein junges Leben noch nicht verlieren. Im Ernst? Ich durfte nicht erfahren, wer Sie sind, bevor Sie es gleich mit mir machen. Hopkins! Verstehen Sie? Hopkins! Aber wieso denn, Sir? Man will uns auf den Arm nehmen. Das ist doch nicht so schwer. Hopkins! Weißt du, was diese Flasche über unseren Keller verloren hat? Wenn wir jetzt grüßen, mal lachen, wenn ein Ausländer einen Witz gemacht hat. Ich bringe sie nicht nur Ausländer mit ins Spiel. Geh mal. Dann schlage ich vor. Wir überschlafen die Sache erst einmal. Wir können uns auch nicht verlassen. Will Sie entschuldigen? Hopkins. Mr. Hopkins. Ja, natürlich. Ich bin Terence.